Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Nach meinem letzten Video von der Knofi-Suppe, verlinke ich euch gerne nochmal hier oben, die beste Knoblauchsuppe der Welt, haben mich ganz viele von euch angeschrieben, haben gesagt, Bobby, mach doch mal mehr im Wok. Und Woken ist eigentlich geil. Ich habe ja jetzt keinen klassischen Wok, sondern den für einen Grill, aber der macht sich auch super gut für so eine Geschichte. Und deswegen machen wir heute ein schnelles, geiles Wokgericht. Wir machen den Schweine-Wok. Ein bisschen auf asiatisch. Wenn ihr Bock drauf habt zu sehen, wie das geht und was ihr dazu braucht, dann bleibt einfach dran. Zack, Schweinewok, Freunde. Zutaten, wir brauchen nicht viel. Guck mal, das ist relativ übersichtlich, die ganze Kiste hier, oder? Schnell zusammengeschmissen und das ist ja das Gute am Woken. Wir brauchen nicht viel und es schmeckt immer geil. Wir brauchen natürlich erstmal Schwein, also haben wir hier Schweinebauch. Geordert von den Fleischrebellen, Freunde. Das ist jetzt hier Schweinebauch, der hat noch ein bisschen hier Schwarte dran, die kommt aber gleich ab. Des Weiteren brauchen wir hier ein bisschen was Grünes, Frühlingszwiebeln. Wir brauchen eine normale Zwiebel. Wir brauchen ein wenig Ingwer. Keine Sorge, wir brauchen nicht die ganze Knolle hier. Wir brauchen so ein Stück, so groß wie ein Daumennagel ungefähr. Wir brauchen etwas Knoblauch hier. Schön, das ist sogar der chinesische. Mutter sagt immer chinesischer Knollenknoblauch. Etwas Tomatenmark. Wir brauchen ein bisschen Sojasauce. Ich habe hier noch ein bisschen Sesamöl. Ob das jetzt Bio sein muss oder nicht, weiß ich nicht. Könnt ihr selber entscheiden. Wir brauchen ein bisschen neutrales Öl. Ich brauche noch ein bisschen Cashewkerne hier. Und an Gewürzen von der Spicebar. Heute Kokosblütenzucker, Graf Koks, scharfe Keule und rote Paprika. Wenn ihr die jetzt bei der Spicebar nicht kaufen wollt, dann könnt ihr da einfach auch ein bisschen mehr Knoblauch nehmen. Ihr kauft noch ein bisschen Chili dazu. Noch ein bisschen Kümmel vielleicht. Irgendwas so in die Richtung, ne? Oder ihr kauft die bei der Spicebar und da nicht vergessen mit dem Gutscheincode SPICY030BARBECUE 5 Euro Rabatt auf euren Warenkorb ab 15 Euro auf meinen Nacken. Jetzt brauche ich auch zu asiatischem Essen noch ein Bier. So, Freunde, Prost auf euch. Ja, denn auch zum Schweinewok schmeckt jedes Bier besser aus 030 Barbecue Glas. So, Werbung Ende. Los geht's. So, und das soll ja alles schnell gehen heute. Deswegen kümmern wir uns schnell mal ums Fleisch. Ich habe gesagt, hier ist noch Schwarte drauf. Die brauchen wir in dem Fall nicht. Deswegen schneiden wir uns die mal vorsichtig runter. Also einfach immer ein bisschen hochziehen. Und dann, naja, wir wollen halt kein Fleisch mitnehmen, ne? Schneidet euch Schwarte weg hier, Freunde. Das war jetzt tatsächlich ein ganz schöner Kampf, Freunde. Aber die Schwarte ist runter. Die bitte nicht wegschmeißen. Da können wir uns jetzt eine wunderschöne Suppe noch draus kochen. Oder ihr schmeißt die abends in den Backofen, macht euch so eine richtig schönen Krustenchips oder sowas. Also bitte niemals Schwarte weghauen. So, aber die ist jetzt hier ab. Guck mal. Zack. Und jetzt schneiden wir uns hier kleine Scheibchen runter. Ich würde sagen, so ein knapper Zentimeter oder sowas. Und daraus machen wir uns Chunks. Hier, so, ne? Macht euch keinen Stress. Und wenn ihr die jetzt habt, dann schneidet ihr noch mal zwei Stücken raus. Beziehungsweise drei. Guck mal. So. Und so eine Chance stelle ich mir ungefähr vor. Mundgerechte Stücke. So machen wir jetzt alles. Und bei der Gelegenheit achtet auch gleich darauf, dass ihr euch die Knorpelchen rausschneidet. Ne? Die wollen ja keiner drauf kauen. Also die mit raus und ansonsten alles verschneiden. Und jetzt alles in eine Schüssel. Und schon mal einen Deckel drauf. Vor Fliegen retten. Weiter geht die ganze Kiste jetzt mit unserem Gemüse. Das schneiden wir auch noch vor. Na, Gemüse schneiden, Freunde. Ihr kennt ihn. Ne? Da macht er sich auch keinen Stress. Also Zwiebelchen. Zack, einmal durch hier durch den Treppo. Zwiebeln schneiden ohne weinen, Freunde. Ja, so, die ist schon mal klein, die kann zur Seite. Frühlingszwiebeln, die brauchen wir auch. Die können wir jetzt nicht durch den Treppo schmeißen. Die schneiden wir tatsächlich noch mit der Hand. Ja, einfach nur grob kleine Ringe geschnitten. Das ist ja hier auch viel dekorativ, ne, Freunde. Grün sieht immer schick aus. So, das weg. Zack, Ingwer, wie gesagt, ein kleines Stück. Naja, wir schneiden jetzt mal die Knolle hier runter. Und die kann man jetzt perfekt schälen mit einem Löffel, Freunde. Fangt da nicht mit einem Messer an, sondern macht das wirklich mit einem Löffelchen und schält euch die mal so kurz über. So, ne, zack. Und davon brauchen wir jetzt auch nicht alles, sondern guck mal hier. Hat ja gesagt, war so ein Daumennagel. Also so. Mit Ingwer bitte ein bisschen vorsichtig sein. Für den einen ist das was, für den anderen ist das ja nichts. Und wenn man zu viel Ingwer nimmt, dann wird der auch zu dominant. Daraus macht sich Mutti noch einen Tee. Ah, jetzt noch den Knoblauch. Den müssen wir jetzt bloß pellen, weil der geht gleich durch die Presse. Das war's auch schon. Mehr Vorbereitung haben wir auch gar nicht. Und dann ab an Wok. Und zack, Freunde, der Broilking hat Feuer. Ich habe jetzt hier drauf meinen Broilking Wok. Habe ich letztes Mal schon gezeigt. Emaillierter Gusswok. Also ein Gusswok, der noch mit einer Emailleschicht versehen ist. Macht sich super leicht sauber. Ich liebe das Ding. So, Öl rein. Ja, beim Wokken normal.
Zack. Was ihr hier natürlich nicht könnt, ist das Ding großartig bewegen. Das heißt, wir müssen da mit Werkzeug arbeiten. Aber das macht nicht, der funktioniert relativ ähnlich wie ein klassischer Wok. Aber ich habe mir gedacht, weil ich Woken sehr, sehr geil finde, werde ich mir mal irgendwann jetzt doch nochmal so einen Wokbrenner zulegen und so einen richtigen China. Aber könnt ihr mal bitte Tipps unten in die Kommentare schreiben, was man da am besten kauft. Vielen Dank. So, Fleisch anbraten. Und das Fleisch dazu, Freunde. Ein bisschen aufpassen. Und das Ganze lassen wir jetzt mal kurz Hitze nehmen. Ah, guck mal. So, hat überall ein bisschen Hitze bekommen. Und jetzt wird auch schon gewürzt. Und zwar Paprikapulver. Ja, da müssen wir nicht sparen. Zack. Scharfe Keule. Bisschen drauf guckst. Zack. Und etwas Kokosblütenzucker. Der kann jetzt nämlich noch mal ganz kurz ein bisschen karamellisieren. Um das Fleisch rum. Und ihr habt dann wunderschön vorgewürzte Fleischstücken. Schön alles mal verteilen hier. Jetzt kommen schon mal unsere Zwiebeln dazu. Ja, alles mitnehmen hier, Freunde. Bisschen glasig werden lassen und gleich hinterher Knoblauch und Ingwer. Und den könnt ihr euch jetzt klein schneiden oder ihr macht es wie ich und haut ihr durch die Presse. Also Ingwer einfach mal durchgepresst. Ihr habt da richtig Geschmack. Zack. Und den Knoblauch gleich hinterher. Boah, ordentlich. Zack, ihr habt ja gesehen, ich habe 2 von den Knollen Knoblauchs. Wenn ihr jetzt 10 nehmt, nehmt da 6, 7, 8 Stück ordentlich Knoblauch. Und das Ganze duftet schon fantastisch. Das halte ich jetzt noch mal so 2-3 Minuten in Bewegung hier, damit sich das alles schön verbindet. Also wie gesagt, das ist jetzt eigentlich eine fixe Nummer. Das ganze Ding dauert so eine Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten. Wir müssen mal gucken. Wenn das jetzt schon so ist, dann kommt Tomatenmark dazu. Und zwar ordentlich. Zack, tomatisieren, also alles einrühren bitte. Noch ein bisschen noch. Schön rot machen. Ja, für den Geschmack noch einen Schluck Sesamöl rüber. Zack. Oh, schon sehr, sehr lecker. Und jetzt kommt eigentlich auch schon die Sojasauce. Also Soja. Ja. Und jetzt in Bewegung halten, Freunde. Und zwar so lange, bis es euch schmeckt. Und zack, Zeitsprung, Freunde. Kurz vor Ende noch eine Handvoll gehackte Cashews. Zack. Die kommen da auch mit drin und eine Handvoll Frühlingszwiebeln. Einmal kurz durchziehen, Teller fertig machen, servieren. Guck mal, und fertig, Freunde. Sieht gut aus, würde ich sagen, oder? Mein schneller Schweine-Wok. Auf Asiatisch. Kann man machen. Ist natürlich viel Bobby-Style dabei. Ich möchte bitte kein Genörgel hören. Jetzt müssen wir auch noch probieren, ob das auch schmeckt, ne? Schnappen wir uns jetzt hier mal so einen ordentlichen Schweinelemmi hier. Freunde, diese Kombination aus diesem, aus der leichten Süße, aus dem Salzigen, der Sojasauce, dem Schwein, Reis dazu, Zwiebeln dazu, geile Nummer aus dem Wok. Ich glaube, ich werde mir sowas mal zulegen. Freunde, ich esse jetzt weiter. Wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann ballert Kommentare über ein Like oder ein Abo, würde mich freuen. Facebook ballert, Instagram ballert, unseren Shop auschecken. Ihr wisst Bescheid, das war Bobby 030 Barbecue Schweinewok. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill. Oh, sieht geil.